Hallo Freunde, heute schneide ich das Thema Freunde und Leute an. Ja, also ich halte meinen realen Freundeskreis real ziemlich klein. Ja, weil ich bin in einem kleinen Zirkel. Und ich habe ja wenige Freunde, denen ich vertraue. Also in meinem realen Leben. Und Online-Freunde habe ich ziemlich viele, da ich die wenigsten von denen real treffen werde. Ich habe auch internetmäßig viele Bekannte, mit denen ich so rede. Und ja, was will ich dazu sagen? Erstmal Menschen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das sind so die klassischen Partylöwen, Hansdampf in jeder Gasse. Biertrinker, Schnapstrinker, Leute, die Drogen nehmen, mit denen kann ich absolut nichts anfangen. Diese Menschen, die lasse ich auch aus meinem Leben draußen. Ja, weil, und diese ganzen Gutmenschen, Spaßgesellschaft, ich sehe es immer so, die leben in einer Art Hamsterkäfig, ne? Ficken, fressen, saufen, scheißen, pissen, malochen gehen für System. Das ist denen ihre ganze Lebensaufgabe, die sie erfüllen. Und irgendwann verenden sie dann mal wie so ein Tier. Ja. Und am Ende auf ihrem Sterbebett werden sie dann sagen, ich habe nie gelebt, nie intensiv gefühlt. Ich fühle also intensiv meine Umwelt, in der ich lebe. Ja, und ich bin auch ziemlich spirituell. Ich führe auch großenteils ein spirituelles Leben. Ich habe meine eigenen Rituale so, die ich vollziehe. Ich beschäftige mich mit Nekromantie. Ich beschäftige mich mit Okkultismus. Ich beschäftige mich mit Ghost Hunting. Ich beschäftige mich mit UFOs und Aliens. Ich beschäftige mich mit Kryptozoologie. Und das sind so meine Hobbys, denen ich so nachgehe. Mit Rituale meine ich jetzt nichts großartig Satanistisches, sondern diese Wohlfühlrituale, die man vollzieht. Ne? Ich gehe jetzt nicht hin und schneide irgendeinem Tier die Kehle durch, das liegt mir ganz fern. Weil ich bin auch radikale Tierschützerin, ich werde niemals ein Leben opfern. Ja, es ist, wenn man, sagen wir mal, seinen eigenen Opferhain hat, so, das Normale, wenn man halt mal einen Edelstein opfert, mal Essen opfert oder so, ja. Aber jetzt kein Tier, kein Lebewesen, ne. Sowas macht man einfach nicht. Und ich habe auch teilweise die keltisch-germanische Religion. Ich stehe dazu, dass ich eine Germanin bin. Also jetzt keine Nazi, sondern eine Germanin im keltischen Sinne. Ja, weil die Nazi-Epoche, das war eine Sekunde in der Zeitgeschichte des Germanentums, wenn man es so genau nimmt. Und diese Sekunde spielt in dieser Epoche auch gar keine Rolle. Für mich nicht. Ja. Germanien ist sozusagen der Boden meiner Ahnen, ja. Und meiner Urahnen. Das ist für mich Germanien. Der Boden, auf dem ich lebe. Unser Grundstück, ich lebe auf so einem Aussiedlerhof, fernab von jeder Zivilisation. Also ich hab's halt weit bis in die nächste Stadt oder bis ins nächste Dorf. Ja, und ich lebe hier glücklich auf dem Hofe meiner Eltern und ich genieße hier die Stille. Ne? Ich bin also ja tagsüber nicht so aktiv, da schlafe ich meistens und bin die Nacht über wach. Weil nachts fahren hier keine Autos durch den Feldweg.
die sich den Weg über die Landstraße sparen wollen. Ja, nachts kann man hier eine Nadel fallen hören. Und ich liebe halt die Ruhe, die Einsamkeit. Das ist so mein Ding, weil ich denke viel nach. Ich mag Horrorfilme, Splatterfilme, ich liebe die Stille. Und ich bin ziemlich melancholisch. Ich kann auch sarkastisch sein oder auch makaber. Das kriegen die meisten Menschen auch falsch in den Hals. Oder wenn ich mich kryptisch ausdrücke, da sind die Leute schnell beleidigt, ja. Oder wenn ich jemand die Meinung sage, dass sein Leben nicht das meine Leben ist, das kriegen die auch in den falschen Hals. Ja, wenn ich so einem Partylöwe jetzt sage, hör mal zu, dein Yuppie-Leben, das ist nicht mein Leben. Du kannst dein Leben leben, wie du willst, aber ich lebe auch mein Leben, wie ich will. Ja, und mit solchen Menschen komme ich persönlich nicht klar. Aber ich akzeptiere diese Menschen, ja. Ich gehe ihnen halt nur persönlich aus dem Weg. Ich möchte mit solchen Menschen keine realen Kontakte jetzt haben. Weil das wird mir nichts bringen. Das wird im Blutbad enden. Und ich bin jetzt einer, die Ruhe und die Stille liebt. Ich brauche ziemlich viel tiefgehende Unterhaltung und nicht irgendeine oberflächliche Unterhaltung. So Mainstream, wer die aktuellsten Stars sind oder so. Oder ja, das ist mir ziemlich egal, wer jetzt ein Star ist oder nicht, ne? Ich sag, die YouTube-Stars und andere Stars, die können mich halt am Arsch lecken, ne? Sag ich ganz ehrlich darüber, weil für mich gibt es keine Stars, ne? Oder Prominenz. Ja, ich ignoriere das Ganze. Zum Beispiel, wenn ich wieder fit bin und wieder draußen unterwegs bin, dann sag ich mal, ja, das habe ich vorher auch schon immer getan. Ich bin den Menschen halt über den Weg gelaufen und habe so getan, als diese gar nicht existieren würden. Ich bin einfach, ich habe sie ignoriert, ne? Für mich waren die nicht vorhanden, weil alles andere hätte mich nervös gemacht. Ich blende einfach die Menschen um mich herum aus. Weil es ist wie in so einer Zombieherde, wie im Kino kann man sagen, im Film Gremlins. Wisst ihr, dieses Rumgegeller und Rumgemache, und das ist überhaupt nicht so mein Ding. Ja, diese ganze Spaßgesellschaft geht mir 10 Meter am Arsch vorbei. Und ich stehe auch dazu, dass ich lesbisch bin, weil, wie gesagt, die berühmten 9 Schlechten von 10 Tagen, und man hat 9 Schlechte davon, hatte ich, als ich mit einem Mann zusammen war. Ja, das hat total nicht gefunden. Es gab ständig Reibereien und sogar auch beinahe mal eine Messerstecherei. Ich hätte ihn beinahe mal in der Küche abgestochen. Zum Glück habe ich nur seinen Oberschenkel getroffen gehabt. Ja. Und nein, das bringt mir nichts persönlich. Ich brauche Menschen, mit denen ich mich kann tiefgründig unterhalten, also mit denen ich kann tief ins Detail gehen, ja. Auch meine innersten Schmerzen oder meine innersten Freuden teilen, die mit mir praktisch auf einer Wellenlänge schwimmen. Klar, mit Menschen, die ich virtuell kenne, mit denen unterhalte ich mich praktisch über alles. Ja, und ich habe auch jede Menge nette Leute kennengelernt hier auf YouTube. Muss ich dazu sagen. Mit denen ich mich halt so unterhalte. Und auch gerne unterhalte, auch gerne kommentiere. Ja, nur nicht alle verstehen meine Kommentare, weil die auch teilweise kryptisch sind oder so. Und ich meine Linie halt vertrete. Zum Beispiel damals in der Schule, ich musste einen Schulpsychologen haben.
Da meinten sie halt, ich sei eine Einzelgängerin, ne? Was ja auch stimmt, ne? Also, ich unterhalte mich gerne mit mir selbst, ich kehre gern in mein Inneres rein, ja? Und ich sag auch, dass der Mensch zwei seelische Seiten hat. Zum Beispiel, man macht irgendwas und sagt zu sich selbst, das hättest du jetzt besser nicht getan. Aber du sagst ja, das hättest du besser jetzt nicht getan. Da redest du mit deiner zweiten Hälfte, ne? Und die zweite Hälfte antwortet dann, stimmt, das hätte ich jetzt besser nicht getan, ja? Und ja, das in sich reinkehren, das ist halt das Besondere, ne? Ich meine, es ist schwer zu verstehen. Ich beschäftige mich auch mit Weltraumforschung, mit dem Gedanken, wie groß das Universum ist. Entwickelt da meine eigenen Thesen und Theorien. Ich denke darüber nach, wie man könnte weit reisen, ohne viel Energie zu verbrauchen. Ich entwickle Thesen, Theorien. Ich mag auch Verschwörungstheorien. Ja, weil ich selbst bin auch eine Verschwörungstheoretikerin. Und ihr wisst, an jedem Scheiß ist irgendwas Wahres dran. Man muss nur tief genug bohren und dann stößt man irgendwann so auf Deutsch gesagt auf Blut, wenn man in einer Verschwörungstheorie rumrüttelt, ne? Über alles irgendwie ein wahrer Kern dran. Außer jetzt von dem Rumgeschwurbel von den ganzen, sagen wir mal, Mainstream-Leute. Der Mainstream, der ist jetzt gar nichts für mich. Jemand macht was Neues und die Hammelherde rennt nach. Ja, ich bin ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Und ich schwimme nie mit dem Strom, ja. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf, das außerhalb der Schafherde steht. Und das ist auch gut so, dass ich mein eigenes Ding mache. Wie gesagt, Leute, tut, was ihr machen wollt. Lasst euch nie sagen, was ihr zu tun habt, ja. Macht einfach das, wozu ihr Bock habt.